Wenn ja, dann begrüße ihn jetzt mit einem tosenden Applaus. Macht Lärm für Blö Pole! Ja, der eine oder andere hat es vielleicht mitbekommen und Necky hat es ja auch gesagt, ich studiere Theologie und auch da vielleicht erstmal eine Anekdote vorweg, damit ihr das Studium ein bisschen kennt. Ich versuche ja immer auch dann Leute zu missionieren. Gott, geil. Also als Theologiestudenten macht man das häufig irgendwie, dass man sich irgendwie mit seiner Posse abends tritt und der miteinander abhängt und sich irgendwie geil eine Fanta hinter die Binde kippt oder ein paar Butterkekse zwischen die Kiefer rammt. Und dann macht man immer so Bibel-Lese-Jam-Sessions. Und in einer von denen ging es neulich darum, dass doch im Alten Testament relativ häufig körperliche Liebe betrieben wird. Das Ganze aber nie so genau angesprochen wird, sondern es wird immer umschrieben. Und die häufigste Umschreibung dafür ist, er erkannte sie. Und ich dachte mir, krass, da bekommt das Wort Selbsterkenntnis eine ganz andere Bedeutung. Aber das nur vorweg so, damit ihr wisst, wie Theologen ticken. Ich bin jetzt im vierten Semester. Wir haben im ersten Semester eine Kennenlernfahrt gemacht. Ein Wochenende lang sind wir nach Hütten gefahren. Das ist im tiefsten Osten, um bessere Freunde zu werden und so. Und mir ist sehr schnell aufgefallen, dass das nicht so mein Ding ist. Ich auch nicht unbedingt Freunde mit denen werden will. Und habe mich sehr schnell in meine Ironie geflüchtet und alles aufgeschrieben. Demnach stammt der Text auch wieder aus meiner Reihe, Schreiben hilft mir, gewaltvolle Fantasien abzubauen. Er geht um dieses Kennenlernwochenende, über dieses Kennenlernwochenende, an diesem Kennenlernwochenende vorbei. Und ich bitte zu beachten, dass der Text tatsächlich zu 90% so passiert ist. Hat keinen Titel, hat er nicht verdient. Wir treffen uns am ausgemachten Treffpunkt am Bahnhof. Alle sind schon da und ganz aufgeregt. Das erkennt man daran, dass alle ganz wild umherlaufen und ganz viel reden und immer über alles lachen. Ich bin auch aufgeregt. Will mich gleich zu den Coolen stellen, finde aber keine. Mist. Wir werden mit dem Auto abgeholt. Simon nimmt uns mit. Auf der Fahrt werden wir darüber aufgeklärt, dass es im Heim nur vegetarisches Essen gäbe, aber Heidi macht sich da keine großen Sorgen. Ich habe ja schon von höheren Semestern gehört, dass die sich da nachts auch einfach Pizza bestellt haben und so verrücktes Zeug. Alle lachen. Krass. Das Haus, an dem wir ankommen, ist sehr bunt. Überall hängen Wimpel und Fahnen, die sagen, dass Gott echt ein Groovy-Typ ist. Wir steigen aus. Danke, Simon, Gott segne dich. Kein Problem. 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 Deine Mutter, Simon, Gott segne deine Mutter. Etwas zu spät fällt mir auf, dass mein Deine-Mutter-Spruch ja gar keine Beleidigung war. Überlege, ob ich hingehen und den Segen zurücknehmen soll. Auf geht's zur Zimmerverteilung. Simon schläft bei Tobi, Anne bei Britt, Stefan bei Wolfgang, Heidi bei Simone, Wilmers bei Daniel und so weiter. Ich schlaf allein. Alle bedauern mich. Ich sag schade und schließ mich ein. So schnell ich kann. Aber bald gibt's Essen und vor dem Essen wird gebetet. Steffi fragt mich, ob ich nicht Lust habe, das Tischgebet zu sprechen. Ich bin ja sonst immer so still und zurückhaltend und beteilige mich gar nicht an den regen Unterhaltungen. Und über ein Gebet könnte ich sicher eine ganz tolle Erfahrung sammeln, für so viele Menschen zu sprechen. Ich hab scheiß Hunger. Amen. Sage ich und fange an zu essen. Nach dem Essen machen wir eine große Kennenlernrunde. Wir sollen im Kreis unsere Namen sagen und dazu ein Tier mit dem gleichen Anfangsbuchstaben assoziieren, welches wir mit einer Geste darstellen sollen.
blö, sag ich und zeig meinen Mittelfinger. Biene? Red, wieb, Gewalt, red. Alle klatschen, ich möchte töten. Da bin ich Mensch. Zur sportlichen Ertüchtigung spielen wir am Nachmittag Theologenfußball. Das ist wie richtiger Fußball, bloß schlechter. Erst sieht es ganz gut aus, meine Mannschaft führt 2-0, aber als Wilmers sich darüber beschwert, dass wir ja extra so schnell rennen, damit seine Mannschaft uns nicht einkriegen kann, und wir ja sowieso nur voll gemein in die Ecken zielen, nimmt das Spiel eine unvorhergesehene Wendung. Wir machen aus, dass ab jetzt immer, wenn wir ein Tor schießen, die andere Mannschaft auch ein Tor geschenkt kriegt, damit sie sich mitfreuen kann. Am Ende steht es 14-12. In der Nacht träume ich davon, wie ich vor Wut und Langeweile Säuglinge esse. Ich wache auf und schäme mich dafür. Säuglinge zu essen ist echt ein bisschen hart. Überlege, die Stelle aus dem Text zu streichen, lasse sie dann aber doch drin, da mir einfällt, dass ich zu dem Zeitpunkt den Text ja noch gar nicht geschrieben habe. Am nächsten Morgen hält der Prof eine Rede über die Fakultät und ihre Einrichtungen. Ich lache. Er hat fuck gesagt. Leider so passiert. Im Anschluss wird für alle, die Lust haben, eine kleine Musikrunde angeboten. Alle haben Lust. Steffi sagt, dass ich auch Lust habe. Simon hat seine Gitarre mitgebracht. Steffi sagt, er sei ja ein richtiges Multitalent. Autofahren und Gitarre spielen. Krass. Steffi selbst hat eine Rassel mitgebracht und Heidi eine Blockflöte. Wolfgang sagt, dass er leider sein Tambourin vergessen habe, aber er könne auch sehr gut klatschen. Ich lache. Alle anderen halten das für eine gute Idee. Am letzten Tag begeben wir uns auf einen Meditationsweg in den Wald. Toll, ruft Steffi. Wie die Sonne scheint und wie still es ist. Das ist doch echt voll schön, oder nicht? Doch, das ist wirklich voll schön. Komm schon, sag mal, was ihr davon haltet. Schön oder etwa? Ich frage Steffi, ob sie mal die Fresse halten kann. Keiner lacht. Schweigen. Tobi fragt mich, ob das vielleicht ein Witz war. Ich sag ja. Alle lachen. Tobi findet einen Pilz. Das ist ein Birkenpilz, stellt er fest. Den kann man sogar roh essen. Alle lachen. Nein, wirklich, man muss nur hier die Lamellen so, bevor ich ihn darauf aufmerksam machen kann, dass Birkenpilze für gewöhnlich keine Lamellen haben, beißt er hinein. Man soll nicht schlecht über Menschen reden, denen es ohnehin schon schlecht geht, aber Vollidiot. Oh Gott, was ist denn da passiert? Ist alles okay? Gott beschützt dich. Applaus für Gott, genau. Vollidiot, genau. Mittlerweile studiere ich bald 2 Jahre mit diesem Haufen. Und ich kann sagen, dass ich mich langsam anpasse. Gestern Nacht zum Beispiel nach so einer Party habe ich mir einfach so eine Pizza bestellt. Einfach so, bloß weil ich total stoned und hacke war. Voll witzig. Habe ich auch erstmal gelacht. Vielen Dank.